Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kaltgemacht, dem Podcast vom Schweizer Kältetrainingsverband. Heute habe ich mal wieder den Walter mit dabei für euch, um eure Fragen zu beantworten. Hallo. Walter, hallihallo. Ich sehe, bei dir ist es immer noch verschneit. Ja, genau. Und es schneit und schneit und schneit. Das ist so ein halbes Jahr eigentlich fast üblich, ja, genau. Ich bin neidisch. Bei mir hat es jetzt auch gerade angefangen, so ein bisschen zu graupeln, aber da bleibt vermutlich nichts liegen. Tja, ja, aber Davos ist ja zum Glück nur anderthalb Stunden entfernt. Genau. Ich springe gerade mal rein in die nächste Frage von unseren Newsletter-Lesern. Da haben wir Sheila, die fragt, man hört immer, dass Kältebaden das Immunsystem stärkt. Ich würde gerne wissen, was denn aus immunologischer Sicht genau passiert und wieso das einen stärken soll. Ich bin selber von Haus aus Immunologin, von daher hätte ich es gerne genau. Walter, genau bitte. Aber bitte verständlich für alle, die nicht Immunologin sind. Genau. Ja, jetzt bin ich natürlich unter Druck, oder? Also ich meine, ich bin kein Immunologe. Habe aber tagtäglich mit Immunologen hier zu tun. Also das ist noch ganz spannend. Ich bin ja Sportmediziner und betreue hier noch ein Forschungsprogramm zusammen hier mit dem Schweizerischen Institut für Immunologie und Allergologie der Universität Zürich. Das ist aber hier in Davos aus historischen Gründen. Und da haben wir viele Themen, gerade was Sport, Bewegung und Wirkung auf das Immunsystem hier betrifft. Also, ja, ganz ehrlich gesagt, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht nicht sehr viele Daten, die das hier unterstützen. Also man weiß, oder, dass zum Beispiel beim Eisbaden hier vermehrt weiße Blutkörperchen ausgeschüttet werden. Die sind natürlich ein Teil des Immunsystems. Muss aber auch sagen, das ist nicht unüblich, sage ich mal, bei Stressreaktionen allgemein, oder werden solche weißen Blutkörperchen ausgeschickt. Wahrscheinlich ist Walter, das die Reaktion. Darf ich ganz kurz reinspringen? Ich hatte mich gerade gefragt, vielleicht gibt es Personen, die überhaupt keinen medizinischen Hintergrund haben und die sich dann fragen, Immunsystem, ja, oft gehört, was bedeutet denn das genau? Kann man das? Ja, Immunsystem, da könnte ich natürlich Bücher füllen dazu und muss auch sagen, also ich so vergleiche ich es meistens. Also das Immunsystem, das ist neben unserem Zentralcomputer, unserem Hirn wahrscheinlich das zweitkomplizierteste System im Körper überhaupt. Und das ist aufgeteilt einerseits, also es hat Zellen, die sich mit diesem Immunsystem also die ein Teil dieses Immunsystems sind. Und andererseits gibt es auch Stoffe im Blut, die hier Reaktionen ausführen. Und typischerweise wurde das Immunsystem quasi erfunden eigentlich zur Abwehr von Infektionen. Da gibt es einiges dazu. Also es gibt Bakterien, es gibt Viren. Mit Corona wissen wir alle, oder, wie das so ungefähr so läuft. Aber es gibt auch noch andere Dinge. Also es gibt sowas wie Parasiten und Würmer und anderes, so ein bisschen unappetitliches Zeugs. Also, mit dem schlagen wir uns eigentlich tagtäglich herum. Und dann ist noch so, dass wir ja alle Individuen sind und unser System merkt ganz genau, was eigentlich zu uns gehört und was hier nicht zu uns gehört. Und grundsätzlich bekämpft das Immunsystem alles eigentlich, was eben hier nicht zu uns gehört. Die Immunabwehr ist auch ganz wichtig in der Entdeckung und Abwehr von Zellen, die mutiert sind oder eben die sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten, also sprich mutiert die Entwicklung bedeutet von Krebs. Danke, mutiert heißt eben also, dass das genetische Information hier eigentlich irgendwie durch einen Prozess verändert worden ist und dass diese
Zellen, die typischerweise eben irgendwo in den Organen ihre Funktion erfüllen, dann eben nicht mehr so funktionieren und dann beginnen sich zu teilen. Und wenn sie das unkontrolliert machen, dann entsteht hier ein Tumor, also sprich irgend so ein Klumpen, der eben nicht dorthin gehört und der auch zum Teil aggressiv sein kann und das Leben bedroht. Ja? Also kennen wir auch. Ja, also wie gesagt, das Immunsystem ist hochkomplex. Wie es richtig funktioniert, das wissen wir noch nicht. Wie wir das stärken können, auch das ist noch schwierig. Also es gibt typische Reizungen des Immunsystems, die wir provozieren. Das sind unsere Impfungen zum Beispiel. Auch dort gibt es verschiedene Mechanismen. Und dann gibt es auch Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken können. Das ist dann vor allem eigentlich erwünscht, wenn Fehlfunktionen des Immunsystems hier bestehen. Also das sind solche Autoimmunerkrankungen. Ich denke, also Rheuma ist zum Beispiel so eine Erkrankung, also eine Erkrankung, bei der das Immunsystem körpereigene Zellen hier bekämpft, die eigentlich, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Oder dass das Immunsystem überreagiert im Sinne von Allergien. Und alle diese Mechanismen, die kennen wir nur zum Teil. Und die sind zum Teil auch individuell unterschiedlich und das macht das Ganze nicht ganz so einfach. Aber ich denke, also eben die Fragestellerin, oder, die müsste das ja eigentlich alles wissen als Immunologin. Und, sollen wir sie mal mit in den Podcast reinnehmen? wäre wahrscheinlich noch eine spannende Geschichte. Also, können wir machen, wie gesagt, Sheila? Im Moment wissen wir das nicht, ja. Gut, Sheila, wenn du das hörst, melde dich bei mir. Und dann machen wir eine Session hier mit dem Walter. Du hattest vorhin noch Rheuma erwähnt. Ich kenne Personen, die gesagt haben, sie leiden unter Rheuma. Und wenn sie in die Kälte gehen, haben sie eigentlich fast keine Probleme oder keine Symptome mehr. Wie lässt sich das erklären? Ja, es ist primär eigentlich eine symptomatische Behandlung. Also das Problem ist eigentlich, oder, dass wir auch mit Kältebehandlung die ursächliche Krankheit hier nicht bekämpfen können, aber wir können die Symptome sicher lindern. Und wir kennen das schon vom Sport her zum Beispiel. Eben, also wenn man irgendwo eine Verletzung hat, dann kühlt man das mal mit Eis. Oder ich denke auch, wenn ich mit dem Hammer auf den Daumen schlage, dann halte ich das Ding auch mal zuerst unter den kalten Wasserhahn. Das sind solche Reaktionen, die durchaus hilfreich sind und nichts kosten und einfach zu bewerkstelligen sind, allerdings halt einfach auch nur einen kurzzeitigen Effekt haben. Was das auf Dauer dann wirklich ausmacht, ist nochmal etwas anderes. Das sind dann wieder andere Effekte, die dann eigentlich eben mit dem regelmäßigen, soll ich sagen, also eben, also mit regelmäßigen Kälteanwendung dann vielleicht ja, da verbunden sind. Thema Regelmäßigkeit und Anwendung jetzt konkret. Was können Leute denn machen oder was würdest du Leuten empfehlen, die mit dem Gedanken spielen, ihre Immunsystemabwehr oder ihr Immunsystem per se zu stärken oder einfach gesünder zu werden? Genau, also eben, ich denke ja auch, also ein Teil eben jetzt auch vom Immunsystem her, ist so, also wenn wir gesund sind, dann ist auch unser Immunsystem gesund und hat natürlich auch dann die Kraft, beispielsweise Infektionen oder was auch immer dann entsprechend abzuwehren. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir selber krank sind, es geht uns nicht gut oder wir haben irgendwie, weiß ich was, sind unterernährt, haben einen Vitaminmangel und so weiter. All das, das schlägt sich selbstverständlich auch auf das Immunsystem nieder und dann sind wir noch anfälliger dann natürlich auch für solche Infektionen. Und das ist so, oder wenn wir uns regelmäßig eigentlich eben bemühen, wenn wir einerseits eben uns bewegen, Sport treiben oder andererseits eben anderweitig, wie zum Beispiel eben mit dem Kältebaden, uns fit halten, dann ist automatisch auch das Immunsystem dann fit. Aber eben,
Immunsystem, vielleicht nochmal zu erklären, also es gibt so unspezifische Reaktionen, also das heißt, spielt dann eigentlich so keine Rolle, was da genau jetzt da irgendwie für ein Virus kommt oder so, also es ist das, wenn wir uns eben in den Finger schneiden, dann kommen sofort weiße Blutkörperchen, die dann eben alles, was da rum Kreucht und fleucht. fährt, oder es genau, oder irgendwie, dass das da bekämpft wird. Und dann gibt es dann auch eine spezifische Reaktion, die braucht dann aber meistens ein paar Tage, die dann ganz gezielt dann eben auf diese Art dieser Keime, die uns da bedrohen, sich einschießen. Und das ist das, was wir eben auch zum Beispiel mit einer Impfung dann in dem Sinn vorbeugen können, dass dann eigentlich unser Körper dann eigentlich schon mit dieser Art dieser Keime vertraut ist und dann schneller Ja. dann die entsprechenden Abwehrmaßnahmen dann hier hochfahren kann. Okay, sehr spannendes Thema. Walter, vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt an dem ganzen Thema. Aber Ja, genau, oder? Ja, genau. Und ich muss auch sagen, also es ist auch ein Teil unserer Forschungsprojekte, die wir hier ansteuern, auch jetzt da, gerade in Davos, gerade auch mit den Kälteschwämmen auch, dass wir ganz spezifische Reaktionen hier auf das Immunsystem untersuchen möchten. Wir haben in der Zwischenzeit die Möglichkeiten hier und schauen, oder was passiert hier wirklich auf Stufe des Körpers, der einzelnen Zellen, was auch immer eigentlich im Immunsystem, ja. damit wir das besser verstehen. Okay, super spannend. Wir müssen leider Schluss machen für heute, aber ich würde Alles definitiv gut. liebend gerne über die Forschungsprojekte sprechen nächstes Mal. Insofern, alle, die zuhören, schickt uns eure Fragen, also jetzt speziell natürlich an Walter, wenn ihr Fragen an mich habt, auch sehr gerne. Und wenn ihr Vorschläge habt für andere Gäste, lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns demnächst, Walter. Vielen Dank für deine Zeit. Danke gleichfalls. Mach's gut. Ciao. Danke, ciao.